Hallo und willkommen zu einem neuen Neo2-Video. Und zwar hab ich heute ein paar Tipps für euch zusammengestellt, wie ihr besser durch Neo2 kommen könnt. Das ist jetzt vor allem für Anfänger gerichtet, passend zum Release von der Complete Edition und dem PC-Release. Dabei sei angemerkt, ich habe das alles auf PlayStation 4 gezockt, deswegen kann es sein, dass es beim PC ein bisschen anders sein wird. Allerdings glaube ich, dass fast alle diese Tipps relevant sind und ja, ich hoffe, ihr könnt euch etwas davon abschauen für ein besseres Ableben in Neo 2. So, wir kommen erstmal zum langweiligsten von allen Dingen und das zeige ich auch zuerst, weil es einfach das Wichtigste ist in diesem Spiel. Die Key-Leiste ist eure Energie oder man kann das auch in anderen Spielen nennt man das Stamina oder Ausdauer. Das ist diese grüne Leiste direkt unter eurer HP-Leiste. Wenn ihr einen Angriff ausführt, dann reduziert sich diese Leiste um einen kleinen Wert. Ihr seht das mal, wenn ich hier mehrere Angriffe ausführe, dann geht sie hinunter. Ihr seht dann, während ich das mache, dass ein roter Balken anzeigt, wie viel Ki verbraucht wird und dann kurz nach dem Angriff ein weißer Balken entsteht. Und der ist wichtig für den Ki-Impuls. Der wird euch auch ganz am Anfang im Tutorial erklärt, aber viele Leute checken das einfach nicht oder ignorieren das. Wenn ich einen Angriff starte und diese Leiste wieder hochgeht, in weißer Form, oben an der Leiste, sobald die weiße Leiste den Abschnitt erreicht hat, wo das Ende des Balkens ist, dann drücke ich R1, um einen Ki-Impuls auszuführen. Das gibt euch dann Ki zurück. Und das ist wichtig, damit ihr später nicht dauernd Ki-Mangel habt, dass ihr euch das angewöhnt. Ihr könnt das, wenn ihr nicht immer oben auf dem Balken schauen wollt, ihr könnt das euch auch erleichtern, indem ihr unten, wenn ihr hier auf euren Charakter schaut, es entsteht nach einem Angriff immer so eine kleine Wolke an Partikeln um einen herum. Und die fliegt auf euren Charakter zu. Sobald diese Partikel euren Charakter erreicht haben, löst ihr den Key-Impuls aus. Und je klarer dieses Timing ist, in dem ihr den Key-Impuls auslöst, desto mehr Key kriegt ihr zurück. Ihr könnt zum Beispiel auch vorher schon Key-Impuls ausführen oder zu spät, aber dann kriegt ihr nicht so viel Key zurück. Also ist das wichtig, euch das vom Timing her anzugewöhnen. Das ist auch bei jeder Waffe ein bisschen anders. Wenn ich so eine Sanzetsu-Kon spiele, ist genau dasselbe. Ihr seht das, wenn ich einen Angriff starte, kleine Partikel kommen. Da habe ich es jetzt nicht gemacht. Man kann das früher machen. Genau, und dann kriegt man ein bisschen weniger zurück. Das habt ihr gerade eben gesehen. Da kommt auch ein Soundeffekt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hört, aber das ist der perfekte Key-Impuls, wird euch auch optisch angezeigt. Und das ist der nicht perfekte Key-Impuls. Dann kriegt ihr auch dementsprechend weniger zurück. Wichtig ist, dass ihr den Key-Impuls nicht verpasst. Und das halt im Kampf flüssig zu machen, ist einer der wichtigsten Dinge in Nioh 2. Es gibt auch Leute, die das völlig ohne spielen, aber das ist fast. Das ist sehr ungünstig. So, wir sind jetzt im Samurai-Fähigkeitenbaum und ich würde euch erklären, warum Key-Impuls auch wichtig ist, weil das hat viele Vorteile. Ihr habt ganz am Anfang schon vorgeskillt, das ist eigentlich schon drin, glaube ich, bei den meisten. Ich bin mir nicht sicher, was eigentlich schon drin ist, wenn man anfängt. Aber Key-Impuls Mensch, das habt ihr in jeder Haltung habt ihr hier Ki-Impuls. Das ist grundlegender Ki-Impuls. Wenn ihr zum Beispiel in der mittleren Haltung einen Ki-Impuls perfekt durchführt, verhindert es allen Ki-Schaden durch den nächsten Angriff, der euch trifft, der deine Abwehr trifft. Also wenn du danach abwehrst, erhaltet ihr keinen Ki-Schaden, also Schaden auf eure Ki-Leiste. So, und in der oberen Haltung, wenn ihr einen perfekten Ki-Impuls ausführt, dann erhöht das den Schaden deines nächsten Angriffs. Die nächste Ausweichbewegung wird kostenlos. Und diese Dinge helfen euch im Kampf, logischerweise. Jetzt gibt es noch Erweiterungen zum Ki-Impuls, fließendes Wasser. Das gibt es auch wieder fließende Wasser, Erde, Mensch und Himmel. Das erlaubt euch in der jeweiligen Haltung bei perfektem Ausweichen Ki-Impulse zu benutzen. Wenn ihr zuschlagt und dann statt den Key-Impuls mit R1 auszulösen, einfach nur ausweicht in dem Zeitraum, wo der Key-Impuls zu drücken ist, dann erhaltet ihr einen Key-Impuls mit Ausweichen. Das heißt, ihr müsst nicht extra R1 drücken und dann ausweichen, sondern ihr könnt einfach ausweichen und den Key-Impuls dadurch auslösen.
Es ist dann eine Taste weniger, die ihr drücken müsst, aber es geht dann auch flüssiger im Spielstil, deswegen heißt das auch fließendes Wasser. Es gibt auch noch Yokai-Reich reinigen. Für die jeweilige Haltung immer. Reinigen Erde, Himmel und Mensch. Das ist, wenn ein Yokai-Reich irgendwo rumliegt. Das sind diese schwarzen Pfützen, die die Gegner produzieren. Das werdet ihr sehr früh schon sehen. Ich produziere mal einfach eins manuell, sag ich mal. Das sind diese Yokai-Reiche. Wenn ihr hier einen Ki-Impuls ausführt, reinigt ihr die Fläche. Ihr könnt das auch machen, wenn ihr nicht einen perfekten Ki-Impuls ausführt. Und das mache ich jetzt mit R1, Standard-Ki-Impuls. Und wenn ihr mit einem perfekten Ki-Impuls diese Yokai-Reiche reinigt, dann ist eure Ki-Regeneration erhöht. Diese Fähigkeiten würde ich euch im Samurai-Baum auch empfehlen. Das mit dem Yokai-Reich ist jetzt nicht so wichtig, aber fließendes Wasser ist wirklich sehr, sehr praktisch. Und wenn ihr noch weiter im Spiel seid, dann könnt ihr auch später noch den Ki-Impuls durch Haltungswechsel und Waffenwechsel durchführen. Ich zeige euch das ganz kurz nur. So, einmal Ki-Impuls Waffen, also Haltungswechsel war das. Also ist egal, in welcher Haltung ihr wechselt, hohe Haltung zum Beispiel, dann kriegt ihr automatisch einen Ki-Impuls, ohne dass ihr zwischendurch noch da drücken müsst. Oder mit Waffenwechsel auch ein Ki-Impuls. Wenn ihr gerade mit dem Spiel angefangen habt, es gibt ein paar Sachen, die euch helfen können, und zwar unter den Grundeinstellungen. Hier habt ihr viele Möglichkeiten, euer Interface anzupassen oder bestimmte Sachen anzeigen zu lassen. Aber es gibt auch Sachen, die ziemlich wichtig sein können. Zum Beispiel Menüeinstellungen kann ich euch empfehlen. Die Anzahl der Bindungssets. Ihr könnt die Anzahl der Bindungssets erhöhen oder niedriger machen. Das seht ihr unten, diese vier Icons da unten links im Bildschirm. Das ist euer Itemset. Und eigentlich habt ihr immer zwei, glaube ich sogar, aber ihr könnt das auf drei erhöhen oder vier. Und das kann sehr hilfreich sein. Und ich kenne auch fast alle Spieler, die das später im Spiel erhöht haben. Das ist am Anfang vielleicht ein bisschen viel, aber wenn eure zwei Slots voll seid, müsst ihr euch nicht Gedanken machen, dass ihr hier bestimmte Items nur binden könnt und dann keinen Platz mehr für andere habt. Ihr könnt das auch individuell einstellen. Ihr habt auch die Möglichkeit, eure Kamera-Drehgeschwindigkeit anzupassen. Seid ihr zum Beispiel gewohnt, Shooter zu spielen, ist es eigentlich generell so, dass ihr wahrscheinlich die horizontale Drehgeschwindigkeit ein bisschen hochschraubt, aber das kommt immer darauf an, was ihr gewohnt seid. Und hier könnt ihr auch noch Anpassungen machen, die euch sehr im Kampf helfen können. Was hilfreich sein kann, aber nicht jeder spielen will, ist Werte auf Key-Anzeige, Lebensanzeige, Anima-Anzeige und so weiter anzeigen lassen, damit ihr auch über Zahlen einschätzen könnt und nicht nur optisch, wie viel Leben ihr eigentlich habt, falls euch das lieber ist. Ihr habt ja die Möglichkeit auszuweichen oder wahlweise eine Fähigkeit zu blocken. Dann stellen sich vielleicht manche Spieler, die jetzt gerade erst anfangen, die Frage, wann soll ich eine Fähigkeit blocken, also abwehren wann? Ihr solltet einfach nur im Hinterkopf behalten, dass es bestimmte Waffen gibt, die sind fürs Blocken besser geeignet als andere. Beziehungsweise ihr Blockenwert ist ein etwas höher, aber das könnt ihr auch im Status sehen. Hier unten, wenn ihr die Liste ganz durchschaut von dieser Waffe, habt ihr einen Brechen- und Blockenwert. Dieser Wert beeinflusst den Key-Verbrauch durch das Blocken eines gegnerischen Angriffs. Geht das über euren derzeitigen Key-Stand hinaus, also oben die grüne Leiste, wenn die leer wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr den Angriff auch nicht blocken werdet oder Schaden erleidet. Dann ist natürlich auch eure Intention wichtig, also in welcher Phase ihr euch im Kampf befindet. Zum Beispiel, wenn ihr blocken wollt und dabei euer ganzes Ki verbraucht. Ich habe jetzt einen ziemlich hohen Blockenwert, deswegen dauert es kurz einen Moment. Ich gehe mal in die tiefe Haltung, weil das mehr kostet. Jetzt ist mein Ki leer und ich habe nichts mehr. Wenn ihr zum Beispiel eine Attacke blockt wie das hier und dann ausweichen wollt oder ob ihr danach angreifen wollt direkt, das spielt auch eine Rolle beim Blocken, weil wenn ihr geblockt habt, verbraucht ihr Ki und ihr müsst halt einschätzen können, wie viel Ki ihr verbraucht. Das wisst ihr am Anfang nicht alles, aber es ist vielleicht ganz gut darauf ein bisschen zu achten, weil wenn ihr zum Beispiel eine Attacke blockt und ihr wisst, dass das Ki des Gegners danach leer ist oder ziemlich niedrig ist und dann angreift, ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass ihr den Gegner zum Straucheln bringt.
zeige euch mal das bei meinem menschlichen Gegner. Er verbraucht ja Ki beim Angreifen. Aber für jeden Angriff, dann wird seine Ki-Leiste immer weiter leer. Wenn ich jetzt blocke, warte, ich muss mich mal kurz ein bisschen heilen. Geh mal zur Seite. Wenn ich jetzt blocke, verbraucht sich mein Ki. Das könnt ihr jetzt beobachten. Mein Blockenwert ist relativ hoch, deswegen ist es nicht so viel. Aber das war jetzt ein starker Angriff. Wenn ihr mit der mittleren Haltung blockt, dann kostet euch das weniger Ki, weil die mittlere Haltung am ehesten fürs Blocken geeignet ist. So, ich werde ihn jetzt ein bisschen verprügeln. Ihr seht, er hat nicht mehr so viel Ki. Und wenn ich jetzt blocke, dann wird sich sein Ki noch weiter reduzieren. So, jetzt ist er fast leer und dann greife ich an. Aus diesem Grund blocke ich in diesem Moment, weil ich ganz genau weiß, dass ich ihn dann leichter ausschalten kann, als wenn ich ausgewichen wäre. Man kann auch wahlweise natürlich immer ausweichen und dann angreifen, aber man müsste das ein bisschen selbst einschätzen, ob die Ki-Leiste des Gegners entsprechend niedrig ist oder auf eine bestimmte Abfolge der Angriffe des Gegners schon passiert sind und ihr dann eine Gelegenheit habt, ihn anzugreifen oder nicht. Ihr könnt das auch mit dem Ausweichen machen. Da haben verschiedene Spieler verschiedene Präferenzen. Also wenn ihr besser damit klarkommt, auszuweichen, dann tut das. Wenn ihr blocken wollt, ist das auch nicht verkehrt. Es verbraucht halt auch Ki, genauso wie das Ausweichen. Das Ausweichen generell kostet entsprechend eurer Gewichtsklasse ein Key-Betrag, der immer gleich bleibt. Ihr seht das hier, wenn ich hier einmal ausweiche, dann geht das niedriger. Und wenn ich jetzt blocke, einen Angriff blocke, dann ist das durchaus ein bisschen mehr Key, was dann drauf geht. Aber das kommt immer drauf an. Ich habe am Anfang erwähnt, dass Blocken davon abhängt, was für eine Waffe ihr benutzt. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier zwei Waffen, die relativ hohe Range haben. Wenn ihr zum Beispiel eine Waffe habt, die einen sehr niedrige Range hat, dann müsst ihr das auch einschätzen, wie das ist, weil es kommt immer darauf an, welche Attacke ausgeführt wird, aber selbst wenn der Gegner nicht mehr so nah an mir steht, kann ich ihn ja treffen, nachdem ich einen Angriff geblockt habe. Wenn das jetzt mit einer anderen Waffe wäre, sag ich mal Clown oder so, dann macht es vielleicht Sinn, eher dem Gegner auszuweichen, in seine Richtung vielleicht sogar, um ihn dann anzugreifen. Es hängt also insgesamt immer davon ab, welche Range hat eure Waffe, die Intention und die Blockfähigkeit der Waffe und dass ihr das Ki gut einschätzen könnt. Deswegen habe ich auch davon geredet, dass das Ki essentiell ist zu verstehen, wenn man dieses Spiel spielen will. Genau. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Thema, Fähigkeiten erlernen. Dazu habe ich eine Sache, die ich anmerken will, und zwar gibt es im Metamorph-Baum grünes Skills. Die gibt es auch im Samurai-Baum. Skills gewähren für bestimmte Fähigkeiten irgendeinen Bonus. Zum Beispiel hier kriegst du einen Schadensbonus, was auf dein Ausdauerattribut basiert. Und hier erhöht es den Key-Schaden bestimmter Fähigkeiten um 20%. Als ich das Spiel angefangen habe, wusste ich nicht, dass man diese Skills, die man hier freischaltet, die grünen, manuell einstellen muss. Ich dachte, die wären automatisch aktiv auf bestimmten Fähigkeiten, die vorgegeben sind. Allerdings müsst ihr diese manuell aktivieren. Und das wusste ich lange Zeit nicht. Da habe ich die Hälfte der Story schon durchgehabt, glaube ich. Genau, hier habt ihr zum Beispiel bei meinen Axtfähigkeiten, hier kann man ja immer einstellen, auf welcher Tastenkombination welche Fähigkeit gelegt wird. Das passiert automatisch, wenn ihr eine Fähigkeit lernt im Baum. Dann wird das belegt und wenn ihr eine Fähigkeit auf derselben Tastenkombination erlernt, dann könnt ihr aussuchen, welche Fähigkeit ihr benutzen wollt auf diese Tastenkombination. Hier kann man Viereck drücken und dann die grünen anpassbaren Passiven auf die Ge Fähigkeiten legen. Das könnt ihr ganz individuell bestimmen. Ihr könnt zum Beispiel hier diesen Skill. Das ist so ein Jump und dann schmeißt er eine Axt. Könnt ihr zum Beispiel mit Blitz versehen und sobald du diese Attacke ausführst, dann siehst du, dass jetzt das Element Blitz auf dieser Attacke ist. Ihr könnt das völlig individuell anpassen, aber da müsst ihr euch jeweils immer Gedanken machen, wie ihr selber spielt oder dass ihr euch das merken könnt. Vor allem die Schadensboni, die sollten dann auch natürlich auf euren Fähigkeiten gelegt werden, die mehr Schaden brauchen oder die ihr oft einsetzt oder welche in der hohen Haltung. Um noch ein bisschen den Schaden zu pushen. Also auf Fähigkeiten, wo ihr denkt, dass der Schaden nicht ausreicht und dann dementsprechend die Fähigkeiten, die euch am liebsten sind, mit den höchsten Schadensboni belegen. Zum Beispiel, wenn ihr hauptsächlich auf Herz skaliert, dann würde ich das Herzattribut auf eine Fähigkeit legen, die
euch ans Herz gewachsen ist oder die mehr Damage in eurer Meinung braucht oder selbst schon sehr viel Damage macht, dann könnt ihr dann Damage nochmal erhöhen. Also es gibt verschiedene Aspekte, die ihr da beachten müsst, aber ich möchte euch nur sagen, dass das gemacht werden muss, dass man das manuell machen muss. So, wir kommen zum nächsten Tipp und zwar Yokai-Wandel als Überlebensmöglichkeit. Falls ihr mal in eine sehr heikle Situation kommt, zögert nicht, euren Yokai-Wandel einzusetzen. Der funktioniert meistens sofort, also dass ihr euch sofort verwandelt, wenn ihr zum Beispiel gar kein Ki habt oder fast gar kein Leben. Dann rettet euch das ab und zu den Arsch und ich setze das auch sehr oft ein. Einfach zwecks Überlebensfähigkeit. Ja, ihr seht das ja selbst. Das gilt auch für die Yokai-Fähigkeiten. Wenn ihr mal nicht so viel Ki habt oder es sich die Möglichkeit ergibt, dann setzt eure Yokai-Fähigkeiten ein. Erstens, ihr habt drei Ressourcen, das ist Leben, Ki und Anima. Und wenn Anima verfügbar ist und Ki low, dann könnt ihr Yokai-Fähigkeiten einsetzen. In der Zeit kann sich euer Ki ein wenig erholen. Und vergisst bitte nicht, eure Wuchtkonter zu nutzen. In diesem Clip bin ich ziemlich low an Ki, das seht ihr, aber dafür habe ich Anima und das nutze ich dann, um Yokai-Fähigkeiten und Wuchtkonter auszuführen, wenn mein Ki sehr low ist und ich nicht wirklich eine Attacke starten kann. Und ihr seht, damit habe ich diesen Kampf eigentlich gewonnen. Also immer schön nutzen, was gerade zur Verfügung steht. Hier ein weiteres Beispiel. Jetzt habe ich überraschenderweise so viel Ki auf einmal verloren, dass ich mich gar nicht bewegen konnte. Und das Einzige, was mich rettet, ist diese Yokai-Fähigkeit. Im Verlauf des Spiels werdet ihr über den Ausgangspunkt das verborgene Teehaus freischalten. Und dann werdet ihr weiterhin auch Items sammeln, die Tee-Service heißen. Jetzt habe ich nicht sehr viel auf diesem Charakter. Aber wenn ihr schnell an Geld kommen wollt, könnt ihr diese auch beim Schmied verkaufen. Das habe ich lange Zeit nicht gewusst. Und dadurch bekommt ihr sehr viel Geld und werdet auch keinen Mangel daran haben. Wenn ihr ein paar Fähigkeiten freigeschaltet habt, oder immer wenn ihr eine Fähigkeit freischaltet, wäre es gut, dass ihr diese Fähigkeit lernt. Also ihr solltet lernen, welche Fähigkeiten was machen, die ihr auch benutzt, damit ihr sie auch bewusst einsetzen könnt. Zum Beispiel Donnerschlag war ich kein großer Fan von, weil die Animation sehr langsam ist. Aber man sollte eigentlich wissen, wie diese Fähigkeiten funktionieren. Das ist nicht nur dieser Schlag, der von oben runterkommt in der hohen Haltung, sondern worauf man mich hingewiesen hat, dass während ich diese Attacke ausführe und dabei Schaden nehme, erhöht sich der Angriff der Attacke. Diese Kleinigkeit zu wissen, dient dem Verständnis dieser Fähigkeit und wann ich sie einsetzen muss. Ich zeige euch mal zwei Beispiele, wo ich sie gut eingesetzt habe. So, in beiden dieser Clips wusste ich ganz genau, dass ich jetzt Schaden erleiden würde und konnte dementsprechend meine Attacke einsetzen. Aber ich wusste auch, dass mich der Schaden, den ich jetzt bekomme, mich nicht ausschaltet. Anderes Beispiel, Formwandelschlag ist eine Fähigkeit, die nicht alle mögen, weil sie eine sehr seltsame Range hat. Aber was ich gelernt habe, ist, dass man, wenn man die Kamera nicht gelockt hat, dass man sich dabei drehen kann und sie dadurch viel, viel dynamischer wird. Und diese Kleinigkeiten zu kennen, kann euch helfen, Attacken besser einzusetzen, also bestimmte Fähigkeiten. Es gibt auch Leute, die benutzen bestimmte Fähigkeiten bevorzugt, immer wieder. Das ist auch richtig so. Könnt ihr auch spielen, wie ihr wollt. Aber die K Fähigkeiten und deren wie soll ich sagen, die Kleinigkeiten zu euren Fähigkeiten zu kennen, ist ganz hilfreich. Das hier ist etwas fortgeschrittener, aber es gibt sowas wie Animationscanceln. Ihr habt bestimmt Fähigkeiten, die lange dauern, ausgeführt zu werden, oder bestimmte Zauber dauern lange. Das beste Beispiel sind die Jutsu-Federn. Da dauert die Animation sehr, sehr lange. Und bis er fertig gepustet hat, ist schon eine Weile vergangen und derzeit kann ich den Charakter eigentlich nicht bewegen. Aber es gibt bestimmte Sachen, die ihr machen könnt, um das zu unterbrechen und dadurch die Animation zu verkürzen. Ich setze eine Yokai-Fähigkeit ein. Oder ich benutze einen Wuchtkonter. Es ist egal, ob welcher Typ das ist, aber beim Wildling kann man es am besten sehen, weil er sehr schnell ist. So, und dann tschak, verkürzt. Statt 1, 2, 3, 4 habe ich 1.
Das ist nicht genau, aber ihr wisst, was ich meine. Man verkürzt die Attackenlänge. Das geht vor allem am einfachsten durch Yokai-Fähigkeiten und den Wuchtkonter. Das ist etwas, das ich zum Beispiel beim Odachi auch sehr gerne bei langen Fähigkeitsausführungen nutze. Zum Beispiel diese Fähigkeit ganz am Ende, wo ich mit dem Schwert nach oben schlage. Das ist eine Kombi-Attacke, aber diese Animation ist eigentlich sehr lange, bis sie das Schwert wieder runternimmt. Aber ich kann das auch verkürzen. Kann ich das sofort unterbrechen, sobald das Schwert nach oben geschwungen wird. Statt zu warten, bis es wieder unten ist, benutze ich einfach einen Wuchtkonter oder irgendwas anderes. Wenn ich das zum Beispiel unterbreche mit einer Joker-Fähigkeit. Nicht mal, wenn das. Ich meine, den letzten Schlag habe ich jetzt nicht ausgeführt, aber man kann es dann individuell verkürzen. Weil eigentlich bin ich in der Animation, würde ich eigentlich in dieser Animation feststecken. Aber ich kann sofort die Animation sogar nach dem ersten Schlag unterbrechen, wenn ich das denn wollte. Zum Beispiel, wenn ich jetzt den Wuchtkonter benutzen würde, um einer Attacke auszuweichen, nachdem ich den vorletzten Schlag schlage. Zum Beispiel so. Dann muss ich eine Attacke ausweichen in dem Moment, die für mich vielleicht tödlich ist oder die ich einfach nicht einstecken will, weil ich in dieser Animation bin, kann ich diese unterbrechen mit Yokai-Fähigkeiten oder Wuchtkonter. Beim Wildling ist das sehr auffällig, weil du dadurch ausweichen kannst. Bei den anderen Yokai-Fähigkeiten ist das auch nicht verkehrt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel das Phantom spielen würde. Dann könnte ich in dem Moment, wo ich die Animation unterbrechen will oder mich ein Schlag treffen wird, diese aktivieren und dadurch eine Blockenfähigkeit einsetzen und dadurch die Animation unterbrechen. Und das könnt ihr bei vielen Animationen machen, nicht jetzt nur bei Modachi, sondern selbst hier, wenn ich diese Attacke mache und nach oben springe. Kann ich, bevor ich den Boden berühre, ausweichen. Das ist sehr hilfreich, wenn ich nicht getroffen werden will oder irgendwas passiert, wo ich einen Wuchtkonter eher einsetzen will oder mich selbst unterbrechen will, dass ich nicht in Gefahr komme. Dann ist so Animation Canceling, also ich sag Canceling, aber das heißt Animation zu unterbrechen oder unterbinden, ist eine Möglichkeit im Spiel, wo man ein bisschen mehr dynamischer reagieren kann. Dieser Tipp ist wahrscheinlich erst für Fortgeschrittene relevant, aber ja, das ist etwas, was ich eigentlich regelmäßig benutze. Ihr habt das auch gesehen bei den Federn, wenn man da zum Beispiel das Ki gebrochen hat beim Gegner. Eine Feder einsetzen, das dauert dann 15 Jahre, dann macht man die Feder, nimmt man ganz schnell den Wuchtkonter und startet die nächste Feder. Bevor die Animation zu Ende ist, macht man noch einen Wuchtkonter und kann dann dadurch die Federn hintereinander schneller ausführen. In der Zeit, wo der Gegner down ist. Man muss dann nicht bis zum Ende der Animation warten, um eine weitere Feder zu aktivieren. Ein weiterer Tipp ist auf jeden Fall zu wissen, wann es Zeit ist abzuhauen. Es ist keine Schande, den Kampf zu verlassen. Hier seht ihr zum Beispiel, ich pulle einfach zu viele Gegner und dann pulle ich auch noch mal zwei weitere und ich dachte, ja, ciao. Ihr habt immer die Möglichkeit, wenn das Gelände hinter euch frei ist, einfach den Kampf zu verlassen und dann es gleich nochmal zu versuchen, und zwar ohne, dass ihr den ganzen Raum pullt. Jeder Waffentyp, den ihr im Spiel findet, skalieren auf drei verschiedene Attribute, Statuswerte. Zum Beispiel Doppelkatana skaliert auf Herz, Stärke und Fähigkeit. Speere auf Konstitution, Stärke und Fähigkeit. Ich war lange unter der Annahme, dass wenn ich zum Beispiel Glaive spiele, ich meine Magie immer erhöhen muss, weil mir angezeigt wurde, dass Glaive, wenn ich Magie skille, der Angriff sich erhöht. Und dachte, dass ich dann mit diesem Statuswert arbeiten müsste. Aber das ist nicht wahr. Ihr müsst am Anfang nicht denken, dass wenn ihr einen bestimmten Waffentyp habt, ihr nicht mit anderen Statuswerten skalieren könnt. Weil es gibt später im Verlauf einen Verwandlungsbonus und die Möglichkeit umzuformen, was die Werteigenschaften der Waffe anpassen kann. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr ein Speer habt, könnt ihr auf jeden beliebigen Statuswert theoretisch skalieren. Natürlich ist es dann am besten,
Wenn ihr beim Speer zum Beispiel auf Konstitution, Stärke und Fähigkeit skalieren und man kann dann das, worauf ihr euch spezialisieren wollt, als Hauptattribut umformen in der Schmiede. Das heißt nicht, dass ihr unbedingt nur noch oder nur noch Konstitution skillen sollt, sondern ihr könnt das später alles individuell anpassen. Ihr könnt sogar einen Verwandlungsbonus hinzufügen und euer Hauptattribut ändern in zum Beispiel Magie. Das heißt, ihr könnt auch Speer spielen und auf Magie skillen. Dass man da ein bisschen Freiheiten hat, das wusste ich nicht. Ich hatte angenommen, da ich immer Odachi gespielt habe, dass ich immer Stärke skillen muss, um Odachi stark zu sein. Aber man kann das später anpassen. Und wenn ihr noch weiter im Spiel fortgeschritten seid, dann habt ihr später die Möglichkeit, Verwandlungsbonus zu benutzen. Das ist dieser Perk hier. Passt den Typ des Grundwerts, der den höchsten Angriffsbonus deiner Waffe bestimmt, an den angegebenen Wert an. Normalerweise wäre das Magie beim Sanzetsu-Kon, aber ich habe das jetzt auf Ausdauer überschrieben. Und dadurch kann ich Sanzetsu-Kon spielen mit einem Bild, der nicht auf Magie spielt. Oder nicht auf Mut. Und dadurch kann man im Spiel sehr viel individuell anpassen und man muss sich nicht festlegen auf einen Statuswert, wenn man eine bestimmte Waffe spielt. Und das wusste ich sehr lange Zeit nicht und deswegen wollte ich euch nur sagen, wenn ihr noch am Anfang des Spiels seid, dass ihr nicht euch den Kopf zerbrechen müsst. Okay, ich spiele jetzt zum Beispiel Konstitution, das heißt, ich muss unbedingt ein Speer spielen, weil der zufällig auf Konstitution basiert, sondern ihr könnt dann später jede Waffe benutzen, die ihr wollt. Das Umformen ist nicht nur für Waffen relevant, sondern auch für Ausrüstung, aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. Sonst müsste ich zu viel von der Schmiede erklären. Ihr werdet euch an den Tod gewöhnen müssen. Eigentlich ist es nicht schlimm, in diesem Spiel zu sterben, denn ihr werdet sterben und zwar sehr, 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 sehr häufig. Und da muss jeder durch. Wichtig ist, dass ihr euch nicht davon frustrieren lasst, sondern jedes Mal, wenn ihr sterbt, lernt ihr, was habt ihr falsch gemacht und ihr müsst euch fragen, was mache ich das nächste Mal nicht? Und dadurch entsteht eine Lernkurve, die ihr ohne den schnellen Tod nicht haben könnt. Also, euer Tod ist euer Freund und kann euch jedes Mal was beibringen. Tipp fordert nicht den Fallenboss heraus, denn das ist der schlimmste Boss von allen. Und das war nicht mal Absicht. So, und das waren meine zwei Tipps für euch. Wenn ihr auch noch andere Dinge anmerken wollt, könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren sagen. Normalerweise mache ich nicht diese Art von Videos, aber ich dachte, es wäre vielleicht hilfreich, weil ich all diese Dinge gerne gewusst hätte, bevor ich mit Nioh 2 angefangen habe oder es gespielt habe. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.